Ja, genau. Also das können Sie forcieren. Ja. Im Zweifelsfall kann es natürlich auch ein bisschen nervig sein. Gerade beim Mehrrundenturnier ist es ja so, dass dann erstmal kurz dieses Fensterchen aufgeht, werden zusammengestellt und übertragen. Das kann jeder für sich entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Aber grundsätzlich ist das eine Funktionalität eben für die Verbände und deswegen gibt es auch hier diese Berechtigungsstufen, dass eben ein Verband zum Beispiel sagen kann, ich möchte nicht, dass an der Konfiguration was geändert wird. Das heißt, wenn ich dem Club wirklich die eingerichteten Preisklassen schicke, dann möchte ich einfach nur, dass der Club das abwickelt und möchte nicht mehr, dass der anfängt zu schrauben und im Zweifelsfall vielleicht die Preisklasse so einstellt, dass sie dann nicht mehr passen. Ich muss dazu sagen, wir hatten jetzt auch gerade ein Gespräch eines Turniers. Man kann sich natürlich als Turnierveranstalter das Leben auch schwer machen. Dort ging es konkret um ein Jugendturnier. Und wenn man halt dann die Preisklassen nicht so macht wie der DGV, nämlich quasi Geburtsdatum 31.12., sondern sich eben einfallen lässt, dass die Altersklassen dort quasi zum 31.08. sich ändern, dann ist das natürlich eine nette Aufgabe für ein Sekretariat, das ansonsten ja mit so Altersklassen und Geburtsdaten relativ wenig zu tun hat. Und dann gab es da den ein oder anderen, sagen wir mal, gebrochenen Finger auf den Tastaturen, bis dann die Preisklassen auch richtig eingerichtet waren. Das ist eben so ein Thema, da kann man jetzt als Verband entsprechend alles einrichten und hat dann wirklich den Club nur noch an der Stelle, dass der Club das Turnier abwickelt und entsprechend dann wieder zu mir zurück übermittelt. Ganz kurze Frage. Ja. So wird dann auch in Zukunft ein Export zwischen Clubs, wenn es zum Beispiel irgendwelche Ausflüge Genau, also im so Endeffekt. einfach so funktioniert, nicht wieder über diesen Export. Ja, im Endeffekt kann man das auch genau an dieser Stelle machen, genau. Ansonsten macht der Export am Schluss genau das Gleiche. Diese Einstellungen für den, also diese Einstellungen gelten halt für den Export, den Sie machen. Ja, das mit dem Passwort ist ein netter Gag. Ja, sofern Sie wirklich unter Clubs sich das zuspielen, würde ich da erstmal den Schritt weglassen, weil erstmal nur der andere Club es laden kann. Im Zweifelsfall sind Sie vielleicht abends froh, dass Sie das exportiert haben und der andere Club hat sich das Passwort falsch aufgeschrieben oder wie auch immer und hängt dann in der Luft. Ja, das kann man sich überlegen. Das ist eher eine Funktionalität, die wir auch für Turnierveranstalter eingebaut haben. Okay, das zu dem, was sich da ändern wird. Also vielleicht einfach nochmal der Hintergrund. Bisher war es einfach so, dass man so ein Turnier übertragen hat und entsprechend aus der Übertragung heraus kam man dann in diese klassische Turnieradministration und diese klassische Turnieradministration würde daraus jetzt eben wegfallen, weil all diese Funktionalitäten, die Sie bisher in der Administration gemacht haben, jetzt dann zukünftig in PCKD integriert sind. Das war für uns einfach der Punkt, dass wir eben einfach noch stärker in die Möglichkeiten von PCKD reingehen wollten. Vor allem auch mit dem Hintergrund, wir haben ja mit dem Golfverband Niedersachsen-Bremen jetzt auch den ersten Golfverband, der eine Zentrallösung betreibt. Das heißt, die Clubs wählen sich dort für die Abwicklung von Verbandsturnieren auf einen Terminal-Server auf dem PCKD läuft. Und da war es dann eben auch wichtig, dass dann nicht irgendwie fünf Fenster aufbloppen, wo vielleicht eine Sekretärin oder ein Manager, der sonst im Mitbewerbersystem arbeitet, sagt, oh, was ist denn hier? Sondern dass wir das eben auch alles für den Verband so einrichten, dass der von Anfang an all seine Einstellungen vernünftig vorbereiten kann und der Club wirklich nur noch damit beschäftigt ist, die Startliste zu setzen, die Scorekarten zu drucken, die Ergebnisse einzugeben und für freudestrahlende Gesichter bei Teams oder Spielern zu sorgen. Ja, dann einfach mal, wie sieht das in der Praxis aus? Was hat sich da geändert? Vielleicht erstmal, weil ich gerade vorhin darüber gesprochen habe, neben der klassischen Startzeitenreservierung gibt es eben neuerdings auch die Möglichkeit, also ich sage mal, vielleicht erstmal für die, die es noch nicht gesehen haben, das ist eben so eine klassische Startzeitenreservierung. Jetzt ist das hier in Schönbuch einfach die Möglichkeit, ich kann eben zwischen dem Clubplatz und dem öffentlichen neuen Lochplatz wählen und bekomme dann eben die Belegung angezeigt. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Das heißt, einfach das klassische Thema, wie ist der Platz heute belegt? In dem Fall sieht man, dass in Schönbuch heute nichts ist. Weil erst ab Donnerstag Genau, weil eben erst ab Donnerstag die Startzeiten fürs Wochenende gebucht werden können. Aber es geht eben darum, Sie würden dann grundsätzlich die gesamte Belegung sehen. Das ist eben so ein Thema, das wollen teilweise touristische Clubs eben auch nicht haben. Das kann ja immer ein positives und negatives Argument sein. Das heißt, wenn ich dort buche und da sind 98% der Startzeiten schon vergeben, sage ich mir als Gast, also ich habe keine Lust, mich da 5,5 Stunden zwischen 28 Viererflights quetschen zu lassen. Auf der anderen Seite kann es natürlich genauso sein, dass ich sage, ist aber seltsam, dass da noch kein Mensch gebucht ist am Sonntag. Vielleicht bauen die gerade ihren Platz um oder es ist RFI oder was auch immer.
Deswegen gibt es sowohl für solche Gruppenvarianten als auch für solche touristischen Ansichten eher einen anderen Ansatz, habe ich vorher schon erwähnt. Ich logge mich mal gerade kurz ein. Das heißt, ich zeige dem Benutzer gar nicht mehr die wirkliche Belegung, sondern ich frage ihn einfach, mit wie vielen Personen möchtest du spielen, an welchem Tag möchtest du spielen und in welchem Zeitrahmen möchtest du spielen. Und das ist jetzt eben die Variante für die Weiland-Gruppe. Auf welcher dieser Anlagen unserer Gruppe möchtest du im Endeffekt eine Startzeit buchen? Ich kann da auch irgendwann meine Präferenzen wählen, wo ich spielen möchte. So, und dann schaut eben das Online-System nach, auf welcher dieser Anlagen haben wir denn am Wochenende für dich eine Möglichkeit zu spielen. Und dann kriege ich halt hier oben eine ausführliche Liste, auf welcher Anlage ich welche Zeit realisieren könnte und ob ich eben eine 18-Loch-Runde oder eine 9-Loch-Runde spielen kann. Das ist eben so ein bisschen der Hintergrund. Man muss dazu sagen, da macht uns die Weiland-Gruppe auch nicht ganz einfach. Die haben häufig 27-Loch-Anlagen, die sie im Endeffekt nicht in dem Prinzip 18 und 9 betreiben, sondern wo die sich ein sehr ausgefuchstes System einfallen haben lassen, wo mehrmals täglich auch die Folgebereiche wechseln. Das heißt, sie fangen mal 2 Stunden an, A, B zu spielen, danach spielen sie eben B, C und dann nachher C, A. Das müssen wir natürlich auch alles online entsprechend abdecken und dementsprechend gibt es da eben auch verschiedenste Kombinationen, die Ihnen dann zur Verfügung stehen. Aber das ist eben der Ansatz zu sagen, anderer Aufbau der Startzeitenreservierung. Das heißt, der Kunde sieht jetzt Stand jetzt gerade gar nicht, wie stark der Platz da draußen eben schon aktuell belegt ist und führt eigentlich nur die Buchung durch, die für ihn wichtig ist. Das andere ist, ich habe das gesagt, man kann grafisch eben jetzt einiges machen, vielleicht hier im Beispiel von St. Leonroth, man kann bei den Golflehrern eben jetzt auch solche Visitenkarten oben mit einbinden, sodass eben der Kunde, der den Golflehrer bucht, eben vielleicht auch schon weiß, auf wen er sich da einlässt und vielleicht dann den einen oder anderen Golflehrer auswählt, weniger abhängig von der Kompetenz, sondern im Sinne des Fotos. Da kann man ja vielleicht dann auch schon entsprechende Schlüsse drauf ziehen. Das ist eine Funktionalität, die grundsätzlich schon immer da war. Komme ich dann gleich noch drauf, wenn ich in den Clubmanager gehe. Die bisher sehr wenige Golfclubs nutzen, das ist eigentlich die Funktionalität Sponsoren-Logos und Sponsoreneinträge. Und wir verstehen Sponsoreneinträge eben auch alle möglichen Einblendungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit vorwärts bringen könnten. Erzähle ich Ihnen gleich was dazu, wenn wir in den Clubmanager schauen. Das heißt, man kann da eben farblich diese Dinge so anpassen, wie man möchte. Und der letzte Bereich, hatte ich vorher auch schon erwähnt, Infoscreen, gibt es eben, jetzt habe ich da einfach mal Hofhausen aufgerufen, die Möglichkeit, sich eben eine entsprechende Belegung am ersten Abschlag anzuzeigen. Das heißt, im Normalfall hat man das natürlich dann entsprechend bildschirmgroß. Sie haben eben die Möglichkeit, hier unten entweder einen Werbeeintrag zu machen oder auch einen textlichen Eintrag. Textliche Einträge ja natürlich auch klassisch für Ihre Mitglieder im Sinne von heute sind die Fairways gesandet oder was auch immer. Oder bitte beachten Sie unsere tollen neuen Angebote im Pro-Shop. Also das ist eben der Punkt, wo ja all Ihre Mitglieder vorbeilaufen und dementsprechend können Sie da natürlich diese Sachen nutzen. Ich hatte das erwähnt, es gibt die Variante jetzt auch in Hochkant. Also in Hofhausen sind ja beide Varianten im Einsatz, am ersten Abschlag quer, am zehnten Abschlag Hochkant. Und es gibt eben dann jetzt neu die Möglichkeit, verschiedene Bereiche selbst nebeneinander darzustellen. Das war hauptsächlich erstmal Anspruch von Schloss Lüdersburg, wo man eben, wenn man zu den Plätzen läuft, da sind ja zweimal 18 Löcher, man quasi an einer zentralen Stelle vorbeikommt, wo ich die Belegung des Platzes sehe, dort aber eben sehen soll T1 des, ich glaube, Lakes Courses und T1 eben des, ich weiß gar nicht, wie der andere Platz heißt, sodass ich eben sehe, wo ich jetzt hin darf und wie es davor und danach aussieht. Und das ist am Schluss auch die Philosophie, die für uns bei diesem Infoscreen ganz wichtig ist. Das heißt, wir zeigen die aktuelle Zeit, also ich habe die jetzt gerade nicht aktualisiert, ich mache das gerade mal, eben auch nicht ganz oben an, sondern wir zeigen die aktuelle Zeit immer in der Mitte an. Das hat vor allem den Hintergrund, dass ich eben auch sehe, wer ist denn da vor mir gestartet? Das heißt, wer spielt vor mir und wer wird hinter mir kommen? Vielleicht auch eben in einem Thema spontaner Verbrüderungsmöglichkeiten auf dem ersten Abschlag, je nachdem, ob man das als Golfclub möchte oder nicht. Genau so eine Ansicht kann man dann natürlich sich auch als Starter auf das Pad mitnehmen und entsprechend damit arbeiten. Was hier jetzt noch als Wunsch kam, was Stand heute noch nicht realisiert ist, ist, dass Sie als Starter auch den Check-in-Vorgang dann über dieses Pad abwickeln können. Das heißt, dass Sie den Check-in nicht mehr im Sekretariat machen oder am SB-Terminal, sondern dass der Starter am ersten Abschlag sagen kann, die sind gekommen oder sind nicht gekommen und somit Sie auch
sind wir wieder bei einem Punkt, wo wir Yield-Management streifen, eben auch das Thema haben, das No-Show-Verhalten ihrer Mitglieder entsprechend zu überwachen und entsprechend vernünftig darzustellen. Worauf ich grundsätzlich einfach noch eingehen möchte, weil, oder vielleicht, ich zeige es mal kurz, aber dann möchte ich trotzdem da ins Detail gehen. Die liebe Frau Kainz im PC-Caddy-Team hat eigentlich all das, was es an Online-Modulen gibt und allen Möglichkeiten, sehr gut im Internet ausführlich an Beschreibungen dargestellt. Das heißt, wann immer es eine Frage zu den Online-Modulen gibt, kann man sich eigentlich in unserer Dokumentation, die es sowohl für das normale PC-Caddy gibt, als auch für das PC-Caddy Online anschauen. Trotzdem freuen sich Frau Kainz, Herr Bitschene und Co. natürlich, wenn Sie anrufen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich gerade noch mal kurz auf ein paar Details im Clubmanager eingehen möchte, weil der doch sehr viele Funktionen für Ihre tägliche Praxis bietet, wo es meistens zu Fragen kommt. Zum einen ist es so, wenn Sie den sogenannten Info-Desktop in PC-Caddy aktiviert haben, dann gibt es auch hier immer, je nachdem, welche Module Sie für Ihren Club lizenziert haben, Einträge. Und es gibt eben die Möglichkeit, sowohl die Turnieradministration als eben auch den Clubmanager direkt hier raus aufzurufen. Jetzt sieht man hier ganz gut, das ist ein Teil meines Vortrags für heute Mittag. Ich habe bei mir eine hyperaktive Firewall eingestellt, die jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, mir sagt, oh, das ist aber ganz gefährlich, was da ist. Das ist in der Praxis in einem Golfclub sehr schwer in dieser Form einzustellen, weil das für den Otto-Normal-User einfach nicht geht. Und das ist am Schluss auch das Problem, warum es Viren und Co. im Golfclub dann doch relativ einfach haben, weil wir zwar ganz tolle technische Möglichkeiten haben, nur wir können die in der Praxis alle gar nicht für einen Golfclub aktivieren, weil sie sonst in ihrem täglichen Arbeiten so stark eingeschränkt sind, dass sie sagen, wenn ich nur noch 15 Mal klicken muss, wenn ich ein Programm starte, dann ist das nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Komme ich heute Mittag in dem netten Vortrag. Wir schauen uns mal die Virensicherheit und sonstige Thematik in Ihrem Golfclub an. Im Clubmanager gibt es hier links relativ viele Möglichkeiten. Ich möchte einfach auf ein paar Sachen kurz eingehen. Zum einen ist es neu dazu gekommen, dass Sie jetzt einen Urlaub eintragen können. Das ist weniger der Urlaub Ihrer Sekretärin, sondern sehr viele Golfclubs schalten ja ihre Startzeitenreservierung im Winter aus. Das heißt, wir gehen vom 1. November bis 31. März offline. Dann ist es eben so, dass ich dem Kunden das auch direkt, wenn er auf die Seite kommt, anzeigen möchte. Und wenn Sie das dann hier eintragen, also vom 1.11.2012 bis 31.03.2012 können Sie ihm auch noch einen freundlichen Text schreiben. Vielen Dank, dass Sie sich für Ihre Startzeiten interessiert haben. In der Zeit vom 1. bis 31. brauchen Sie keine Startzeiten. Hochachtungslos Ihr Sekretariat. Dann haben Sie eben diese grundsätzlichen Möglichkeiten. Dann können Sie hier Mail und Benachrichtigung aktivieren. Vielleicht ganz wichtig, grundsätzlich geht es immer um das Thema Abbestellen. Standardmäßig, wenn Sie die Online-Module bei sich aktivieren, kriegen Sie ganz viele tolle Mails, sobald ein Kunde bucht, sobald ein Kunde storniert, sobald ein Kunde was auch immer tut. Und Sie kriegen eigentlich immer einen täglichen Bericht nachts um 4 Uhr, wo all das zusammengefasst sind. Ich kann natürlich Golfclubs verstehen, dass sie am Anfang sagen, ich will mal gucken, was da passiert. Das heißt, man freut sich auch am Anfang, dass da irgendwie 20 Leute online buchen, dann freut man sich, dass sich 50 Leute online buchen. Und spätestens, wir haben einige Clubs in NRW, wo an solchen Tagen, wo die Startzeiten geöffnet werden, es auch teilweise 300 Buchungen am Tag gibt. Spätestens dann wird das ein bisschen frustrierend, wenn im Minutentakt eine Mail einschlägt. Jetzt hat der Müller die Zeit 10.40 Uhr gebucht und der andere hat 7.30 Uhr gebucht. Deswegen kann man diese einzelnen Bestätigungen hier halt eben abbestellen und einfach sagen, ich möchte für eine einzelne Reservierung, für eine einzelne Stornierung gar keine Bestätigung mehr kriegen. Mir reicht es, wenn ich diesen täglichen Bericht bekomme. Man muss dazu sagen, wenn ich in die Sekretariate komme, ist es eben häufig so, dass die sich da komplexeste Regeln in Outlook anlegen. Wenn eine Mail von PC-Caddy Online kommt, dann verschiebe die in den Ordner, damit sie eben nicht bearbeitet werden muss. Und im einen Golfclub hatte ich irgendwie so 36.000 unbearbeitete E-Mails in diesem Ordner PC-Caddy Online. Dann habe ich gesagt, okay, wir können auch einfach den Haken setzen, dann kommen diese Mails nicht mehr. Das macht das Leben Ihnen etwas leichter. Den täglichen Bericht würde ich grundsätzlich nicht abbestellen, weil er Ihnen einfach einen Überblick gibt, wie stark wird das genutzt und was ist da draußen geschehen. Das ist einfach nochmal, statt 100 einzelner E-Mails kriegen Sie eine E-Mail, wo alle Aktionen zusammengefasst sind.
Auf diese ganzen Unterpunkte will ich gar nicht so eingehen. Vielleicht ein wichtiger Punkt noch bei den Startzeiteneinstellungen. Es gibt bei Startzeiten zwischenzeitlich sehr viele Varianten und Systeme, die man einstellen kann. Grundsätzlich gibt es einfach sehr unterschiedliche Golfanlagen. Wir haben Golfanlagen, die nutzen Startzeiten einfach nur für Mitglieder. Die wollen auch, dass nur Mitglieder an die Startzeiten rankommen. Für diese Golfanlagen gibt es sehr viele spezielle Sonderlösungen zwischenzeitlich. Also eben auch die Variante, dass man sagen kann, für Mitspieler, die ich mitbuchen möchte, kann ich frei aus der Mitgliederliste auswählen. Das heißt, ich muss gar nichts mehr wissen, sondern so wie wir das von Google kennen, sie tippen 3, 4 Buchstaben ein und dann erscheinen alle Mitglieder, die zu dem Namen passen und sie können die einfach als zusätzliche Person mitbuchen. Man muss dazu sagen, das ist datenschutzrechtlich ein Problem. Die Anlagen, die das bei uns aktiviert haben, kriegen das auch nur, wenn wir eine große DIN A4-Seite mit datenschutzrechtlichen Bedenken vom Vorstand gegengezeichnet bekommen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das macht das Buchen natürlich für Mitglieder super komfortabel und super schön. Die meisten Golfanlagen wollen natürlich aber auch, dass die Online-Buchung für Gäste funktioniert. Und bei den Gästen ist es so, die tragen halt alles Mögliche ein und das bringt am Schluss PC Caddy dann auch immer wieder in Probleme, nämlich in das Problem, dass irgendwann Dubletten entstehen. Dubletten entstehen aus verschiedenen Gründen, ich sag mal in Süddeutschland hauptsächlich aus dem, sagen wir mal, Kosenamenproblem, weil wenn jemand Rosemarie Quickert heißt, um dieses Beispiel zu nehmen, dann buchen die halt Rosi Quickert und dann sagt PC Caddy, oh, das ist ja vielleicht schon gar nicht die richtige. Bei Rosi und Rosemarie hat man zumindest schon mal noch den Vorteil, dass die ersten 4 Buchstaben noch gleich sind. Aber wenn Sie halt eine Edeltraut nehmen, die in Bayern als Traudel mitgebucht wird, dann haben Sie halt irgendwann doch einfach Probleme. Deswegen gibt es zwischenzeitlich eine Möglichkeit, die heißt bei uns Dummy-Buchung. Man kann die aktivieren und dann passiert Folgendes. Sobald ein Gast gebucht wird, den PC Caddy nicht hundertprozentig erkennen kann, findet da keine Personenbuchung mehr in PC Caddy statt, sondern es wird nur noch ein Texteintrag generiert. Das heißt, da steht eben dann nicht mehr eine dritte Traudel Müller in ihrer PC Caddy Datenbank, sondern es ist nur ein Texteintrag Traudel Müller und dann kommt es natürlich darauf an, wie sie mit ihren Gästen in PC Caddy umgehen. Wenn sie natürlich direkt diesen Gästen oder Buchungen Startzeiten oder Greenfees verkaufen wollen, dann fragt sie PC Caddy spätestens, wenn sie in Backtech drucken, wer ist denn diese Traudel Müller, dieser Texteintrag, und dann ziehen sie eben den Ausweis durch oder schauen im Intranet oder wie auch immer und stellen die richtige Person dort ein. Dann, sollte Ihr Tier-Time-Server mal ausfallen, gibt es auch die Möglichkeit, Sie oder Ihren Techniker entsprechend automatisch zu aktivieren. In 90% der Fälle liegt der Ausfall meistens daran, dass das Internet im Golfclub nicht funktioniert. Dann bringt es wenig, sich eine E-Mail zusenden zu lassen, weil die im Zweifelsfall dann auch nicht ankommt. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie sich oder Ihren Techniker per SMS informieren lassen. Viel wichtiger ist aber noch, wenn man unbedingt heutzutage noch nachts eine Sperrung vornimmt, um eine Datensicherung zu machen, um was auch immer zu machen, um den Server auch täglich neu zu starten, dann kann man auch diese Zeiten hier eintragen. Auch dann ist es so, dass der Endkunde draußen, wenn er nachts um 4 versucht, eine Buchung zu machen, direkt angezeigt bekommt, dass das gerade nicht möglich ist. Jetzt klingt das weit hergeholt. Ich muss dazu sagen, wir haben dieses Jahr unsere Datensicherung, die auf den Servern im Rechenzentrum läuft, zeitlich verlegen müssen. Weil wir hatten die bisher immer um 0.30 Uhr angestoßen und wir haben einfach zwischen 0 Uhr und 1.30 Uhr immer noch genügend Online-Buchungen, die da draußen stattfinden, sodass wir zwischenzeitlich auch mit unseren Datensicherungen eher auf 2.30 Uhr gegangen sind. Und auf der anderen Seite sehen wir ein sprunghaftes Ansteigen ab 4 Uhr morgens. Das heißt, ich weiß nicht, wie man das nennt, die senile Bettflucht, genau. Wenn die dann eben entsprechend einsetzt, dann ist das sozusagen ein Thema. Und dann muss man sich, und das ist der einzige Punkt, worauf ich kurz eingehen will, dann muss man sich eben als Golfclub überlegen, möchte ich dieses Medium auch wirklich als 24-Stunden-Möglichkeit für meine Mitglieder interpretiert wissen. Also wir haben da wirklich Golfclubs, die tragen da ein, von 22 Uhr bis 7 Uhr ist das gesperrt. Wenn man das so möchte, ist das okay. Aber das ist ja eigentlich genau die Zeit, in der Sie nicht im Sekretariat sitzen und in der sich Ihre Mitglieder freuen, dass Sie eben trotzdem die Services entsprechend nutzen können. Man muss dazu sagen, Stand heute ist für eine Datensicherung eigentlich auch dieses Vollsperren eines Servers gar nicht mehr notwendig. Es gibt ganz andere Technologien, die heute im Einsatz sind, sogenannte Shadow Copies, das heißt im laufenden Betrieb wird der Server im Hintergrund gesichert, sodass man diese Sperrzeiten, die wir eben in PC Caddy noch integriert haben, Stand heute eigentlich gar nicht braucht. Timetable-Bereiche, das war auch ein Wunsch von einigen Kunden, dass man zumindest auf die Standard
Konfiguration, wie viele Tage werden angezeigt und wie viele Tage sollen buchbar sein, selber zugreifen und auch selber das schnell aktivieren kann. Man muss dazu sagen, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. In den meisten Golfclubs laufen ja sehr komplexe Regeln auch noch ab. Wer darf wann, wie weit im Voraus, wie auch immer buchen. Das ist sozusagen nur das, was das Frontend, also das, was Ihr Endbenutzer sieht. Das heißt, Sie können hier sagen, er darf 9 Tage im Voraus anschauen und er darf von mir aus 5 Tage im Voraus buchen. Alles andere sind Einstellungen, die Sie im Regelwerk von PC Caddy vornehmen. Und da muss man sagen, glaube ich, können wir zwischenzeitlich so selbst die ausgefallensten Wünsche und Regeln abdecken. Und da muss man eben dazu zwischenzeitlich sagen, es ist zwar toll, dass wir eine Regel auch für Sie abbilden können, Sie dürfen innerhalb von 10 Tagen nur 3 Startzeiten buchen, wovon nur 2 am Wochenende sein dürfen und nur 1 nachmittags. Das Problem ist, ob all Ihre Kunden diese Regeln noch verstehen. Also das ist einfach so ein bisschen Appell, wenn wir in Clubs kommen, wo wir Startzeiten einführen. Ich hatte auch gestern ein sehr ausführliches Gespräch bei einem Kunden, wo es darum ging, der will jetzt von Wochenendbuchung auf Ganzwochenbuchung ausweiten und wo wir eine halbe Stunde darüber philosophiert haben, wie machen wir das denn mit den Feiertagen? Also dieses berühmte Thema, jetzt ist der Ostermontag, darf ich den dann erst am Montag buchen oder in der Woche vorher? Das ist ja aber dann schon wieder ein Bruch Ihrer normalen Buchungseinheit, weil Sie sonst sagen, immer Montagmorgens geht es für die aktuelle Woche los. Und wo man dem Kunden sagen muss, mach doch für deine Kunden eine viel einfachere Regelung. Immer 7 Tage im Vorhinein kannst du online buchen. Und das heißt, am Sonntag kannst du den nächsten Samstag buchen und am Montag kannst du den Sonntag buchen. Und wenn es dann Ostermontag gibt, dann ist das nicht schlimm, weil du eben weißt, am Dienstag kann ich auch den Ostermontag buchen. Also da geht es eben auch so drum, Herr Gefgen wird heute Mittag auch im Bereich der Webseiten was dazu sagen, machen Sie dieses Spiel nicht noch schwieriger, wie es sowieso ist. Weil am Schluss geht es den Leuten da draußen um Spaß. Auch wenn ich gehört habe, dass es in der einen oder anderen Golfanlage zwischenzeitlich schon häufiger Schläge auf dem Platz gibt. Und das nicht nur in verbaler Basis, sondern auch in direkter Form. Hier beim Status vielleicht ein Thema, das ist hauptsächlich für die Golflehrer. Wenn man sich irgendwie vom Golflehrer trennt und den schnell rausnehmen will, dann kann man hier auch einfach sagen offline, dann wird der draußen auch nicht mehr angezeigt. Das heißt, wenn Sie ihm spontan morgens erklären, dass seine Arbeitszeit bei Ihnen vorbei ist, können Sie auch direkt dafür sorgen, dass es da keine weiteren Stundenbuchungen gibt. Ich habe vorher erwähnt, Artikel und Services. Man kann eben grundsätzlich bei einem Masseur oder einem Physiotherapeuten oder wie auch immer die verschiedenen Artikel schon hinterlegen. Das heißt, der Endkunde wählt quasi dann den Artikel aus, den er buchen will. Das kommt, wie gesagt, aus den Wünschen der Physiotherapeuten und Masseure, die wir zwischenzeitlich, vor allem in den Golfhotels, auch über das gleiche System buchen. Aber das macht eben genauso auch Sinn für die Golflehrer, eben zu sagen, es gibt dort zum einen schon mal die entsprechenden Einheiten, die ich buchen kann, 30 Minuten Unterricht, 60 Minuten Unterricht, 90 Minuten Unterricht, wie auch immer. Es gibt aber zum anderen dadurch auch schon die richtig angezeigten Preise, sodass der Endkunde weiß, was auf ihn zukommt. Und gleichzeitig kann ich auch noch zusätzliche Artikel machen, was ich vorher erwähnt hatte, ich möchte Putt-Sondertraining machen oder ich möchte Videoanalyse machen, dann kriege ich als Kunde A schon die Bestätigung, ich mache Videoanalyse und das kostet, was weiß ich, eben nicht 90 Euro, sondern 120 Euro und B hat der Golflehrer diese Information auch und kann sich entsprechend besser auf seine nächste Stunde vorbereiten. Also das ist eben eine Funktionalität, die dort grundsätzlich vorhanden ist und die man eben nutzen kann, wenn man das möchte. Der Punkt Texte, den werden wir sukzessive verschwinden lassen, das zeige ich Ihnen gleich, weil der zwischenzeitlich in den Service-Seiten integriert ist. News-Infoscreen habe ich vorher erwähnt, dort können Sie einfach entsprechende Texteinträge für diesen Infoscreen machen. Ich möchte von bis folgenden Text anzeigen und ich möchte den unter bestimmten Bereichen anzeigen. Das wäre eben gerade was fürs Thema Hofhausen, an T10, haben Sie sich auch im Sekretariat angemeldet und sprinten Sie nicht einfach jetzt hier auf T10 und spielen Sie los. Oder eben natürlich, wie gesagt, Hinweise und da möchte ich jetzt bei den Sponsoren drauf kommen. Auch im Sinne Ihrer Golfanlage, haben Sie sich schon fürs Sommerfest angemeldet? Das ist der Punkt, wo all Ihre Golfer jeden Tag dran vorbeilaufen. Das schwarze Brett ist zwar toll und nett, aber in der Praxis dann doch nicht der Ort, wo die meisten dran vorbeilaufen. Der Golfer liest an für sich überhaupt nichts, den ganzen Platz zu flattern. Ja, das ist der Golfer, genau, der Golfer kann nicht lesen. Genau, das ist ein interessanter Ansatz. Ich habe das mal aus Spaß gemacht. Nehmen Sie, also das ist ja immer das berühmte Problem auch mit diesen Abschlagtafeln. Fragen Sie mal einen Golfer nach der Runde, an welchen Werbepartner auf einer Abschlagtafel er sich erinnert. Und spannenderweise sind die einzigen, an die er sich erinnert,
total grelle Farben. Er kann Ihnen zwar nicht sagen, welche Firma das ist, aber er hat da gesehen, da war irgendeine Anzeige rosa oder orange oder wie auch immer. Aber sozusagen der wirkliche inhaltliche Bezug, den nimmt er überhaupt nicht wahr. Und so ist es natürlich auch mit vielen anderen Dingen. Ja, dieser Infoscreen ist halt eben einfach eine Möglichkeit, dass man dem Kunden ein bisschen bessere Informationen gibt. Sponsoreneinträge, und das war das, was mir grundsätzlich wichtig ist. Sie haben eben die Möglichkeit, zum einen klassische Sponsoreneinträge zu machen. Das ist bei uns in unserem Fall schon hier ein bisschen komplexer. Das sind jetzt Werbeeinblendungen, die da angezeigt werden. Das heißt, ich kann einfach ein Bild nehmen oder einen Text und sagen, der soll bei den Startzeiten, bei den Golflehrern, bei den Bestätigungsmails, im Turnierkalender, wo auch immer erscheinen. Worum es mir geht, ist, Ihren Fokus ein bisschen davon zu denken, da geht es nicht nur um Sponsorenbilder, sondern es geht auch um Ihre Clubveranstaltung, um das Sommerfest, um die Wildwochen, die Sie in der Gastronomie haben, was auch immer. Das sind die Module, wo Sie die häufigsten Kundenkontakte haben. Ihre Kunden buchen Ihre Startzeiten, die buchen Ihre Turniere. Nutzen Sie das, um ich sag mal, Ihre Kunden und vor allem dann in dem Fall Ihre Mitglieder auf solche Veranstaltungen, Incentives oder was auch immer hinzuweisen. Die Benutzerfunktionalität macht man eigentlich standardmäßig zwischenzeitlich aus PCCaddy heraus. Das ist eben noch Vergangenheit. Statistik kann ich hier jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zeigen, weil ich in meinem Club bin. Vielleicht nur einfach so als Hintergrund. Sie haben eine Statistik, was sind meine Top 25 der Benutzer im Sinne von Buchung, was sind meine Top 10 im Sinne von Stornierung. Hintergrund ist, wir haben viele Golfanlagen, die machen so einen Online-Bucher des Jahres. Also wer benutzt die Online-Systeme am häufigsten und entlastet quasi damit unser Sekretariat. Da ist es halt wichtig, dass Sie sowohl einen Top- als auch einen Top-Stornierer sich anschauen, weil es in den meisten Golfclubs eben der Top-Bucher auch meistens der Top-Stornierer ist. Und man sich vielleicht dann eher die Nettozahlen anschaut und dann möglicherweise der zweite oder dritte doch eher der Top-Bucher ist als andersrum. Wobei man sagen muss, da werden ja keine monströsen Preise ausgelobt. Also ich weiß jetzt, in Berlin ist es so, dann kriegt man, also da geht es ja mehr um den guten Willen, da gibt es dann irgendwie so 25 oder 50 Euro für einen Ballautomaten als Gimmick sozusagen. Und was dann aber eben wichtig ist, da sieht man jetzt bei mir auch nicht viel, weil das halt unser Testclub ist, Sie sehen wirklich, wie stark Ihre Online-Module genutzt werden. In meinem Fall sehen Sie, dass da richtig Traffic drauf ist. Da geht es vor allem um zwei Dinge. Sie sehen also, wie viele Besuche habe ich und wie viele reale Buchungen. Ich kann da nachher gerne auch mal nochmal Realzahlen vorne hinwerfen. Wichtig ist, in diesem Bereich haben Sie immer ein Verhältnis von etwa 1 zu 10. Warum haben Sie ein Verhältnis 1 zu 10? Die Kunden schauen erstmal auf den Timetables, wie ist denn eigentlich die Belegung am Wochenende. Die gucken sich den Freitag an, den Samstag, den Sonntag, dann sagen sie auch vielleicht doch Samstag und dann irgendwann kommt es zur Buchung. Dieses Verhältnis 1 zu 10 ist eben grundsätzlich da und da muss man sich auch keine großen Sorgen machen. Also im Endeffekt, wenn Sie ein Verhältnis irgendwo zwischen 1 zu 10 und 1 zu 5 haben, dann ist das schon sehr, sehr gut. Wenn Sie unter 1 zu 5 sind, also eher bei 1 zu 2, 1 zu 3, dann muss man sagen, ist das schon wirklich exorbitant. Wir haben ein, zwei Anlagen, wo das so ist. Da muss man aber einfach sagen, die haben so ein bisschen so ein Problem wie in Hofhausen. Wenn ich nicht um 8.03 Uhr meine Startzeit fürs Wochenende gebucht habe, dann wird schon relativ eng, am Wochenende überhaupt noch eine Startzeit zu kriegen. Das heißt, da sitzt man nicht philosophierend vor dem Timetable, sondern da nutzt man eben die Gunst der Minute, um möglichst schnell fürs Wochenende seine Startzeit wegzubuchen. Was wir neu eingeführt haben, und ich glaube, das ist eben etwas, was für Sie als Golfclub das Leben sehr schön macht, ist, es gibt jetzt einen sogenannten Dateimanager. Das war immer ein Problem mit eben gerade Sponsorenlogos und sonstigen Geschichten. Wenn Sie ein Bild einmal hochgeladen haben, dann können Sie das an beliebigen Stellen innerhalb der Turnier- und Startzeitenmodule benutzen. Das sieht jetzt hier ein bisschen seltsam aus. Das heißt, Sie wählen einfach hier Ihr Bild aus und laden das hoch und ich zeige Ihnen, wie das dann eben in der Praxis aussieht. Wenn Sie in solche Service-Seiten gehen, dort sind all die Seiten, die wir Ihnen als Golfclub zur Verfügung stellen, eben zum Beispiel auch die Startzeitenreservierung, dann kann man eben sagen, oh, ich möchte da jetzt aber einen anderen Kopf haben, nämlich irgendeins der anderen Bilder, das ich irgendwann mal hochgeladen habe. Das heißt, Sie können, wenn Sie das wollen, täglich, wöchentlich, minütlich da entsprechend Ihre Bilder selber austauschen. Ist eben ein Thema, ob man unser schönes Startbild da stehen haben muss oder vielleicht die Werbung eines Sponsors oder möglicherweise auch ein tolles Platzbild, ist eben etwas, was Sie selber jetzt jederzeit verändern können. Dieser Bereich CSS, das ist dann eher für so Damen, wie sie bei GKMB beschäftigt sind, sehr interessant. Also hier kann man eben die grafische Anpassung der Module beliebig vornehmen.
Sie können dann natürlich sich auch selber dran vergnügen, aber grundsätzlich ist das eher der Bereich, wo Ihre Webagentur, Ihr Webdesigner eingreifen kann. Und hier unten, deswegen habe ich gesagt, gibt es die Texte eigentlich nicht mehr, können Sie auch Ihren individuellen Begrüßungstext eingeben. Das heißt, auch vielleicht schon auf den Begrüßungstext darauf hinweisen, dass eben vielleicht momentan die Grüns gesandet sind und dass Sie deshalb eben vergünstigte Greenfees haben oder was auch immer. Also all diese Informationsmöglichkeiten entsprechend nutzen. Ja. Über den Clubmanager, also hier über Service-Seiten. Das ist quasi direkt die Titelseite Ihrer Startzeitenreservierung. Das heißt, wenn Sie dort ein anderes Bild haben wollen, wählen Sie das entsprechend aus und kriegen dann eben entsprechend. Kann ich auch den Text angeben, was ich heute sind? Heute sind sie, gut, wo man sagen muss, die heutigen Einträge könnten Sie natürlich auch im normalen Timetable vornehmen. Da geht es eher um so Sachen, die Sie halt jetzt eine Woche oder zwei top gedresst oder was auch immer. Oder der Platz ist im Winter eben, wie habe ich so schön gehört, nur noch mit breitreifigen Trolleys zu begehen und nicht mehr mit dünnreifigen oder was auch immer. Kurzfristige Infos, die Sie da eben nochmal prominent auf der Titelseite rüberbringen könnten. Okay, das einfach so als Überblick, was Ihnen da jetzt als Werkzeuge zur Verfügung steht. Vom Prinzip ist es für uns einfach so, dass wir jetzt mit den neuen Versionen sehr viel flexibler auf Ihre Wünsche eingehen können. Einfach auch versuchen, die sukzessive da einfließen zu lassen. Wir jetzt gerade auch dabei sind, all diese Änderungen, die jetzt in dem neuen Update, das ja jetzt eben so seit knapp 3 Wochen draußen ist, Ihnen wirklich mal im Detail zu schildern. Das heißt, einfach mal zusammenzustellen. Wobei meine Erfahrung schon die ist, da kommen wir wieder zu diesem Problem der Individualität unserer Kunden. Wir haben halt 150 Clubs, die Startzeitenreservierung nutzen und vom Prinzip haben wir 150 verschiedene Startzeitenreservierungen da draußen. Weil jeder Club möchte irgendeine Kleinigkeit eben wieder anders haben. Und manchmal habe ich eben in direkten Gesprächen gemerkt, verwirre ich einen Club teilweise sogar eher, wenn ich ihm sage, oh, übrigens, und das kann man jetzt machen und jenes und das auch immer. Und dann kommen die ins Nachdenken und dann wirft man vielleicht auch Sachen ohne dann eine Drittkonsequenz zu überlegen. Deswegen ist eigentlich mehr das Fazit, das ich Ihnen zurufen möchte, wenn Sie etwas Neues planen, wenn Sie neue Regeln einrichten wollen, wenn Sie neue, sage ich mal, auch Verhaltensweisen für Ihre Mitglieder festlegen wollen, dann schreiben Sie sich das zusammen, kontaktieren Sie den Support. Ich behaupte jetzt mal, in 95-98% der Fälle haben wir das irgendwo anders schon mal gehabt und müssen das Rad nicht ganz neu erfinden. Und für die letzten 2% freuen sich Herr Kurze und das restliche Online-Team wahnsinnig drüber, dass sie wieder neue Erweiterungen machen können. Wobei wir, wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich hauptsächlich mit dieser Umstellung in dieses mobile Thema beschäftigt sind. Okay, so viel von meiner Seite. Ich habe es geschafft, wieder mal 5 Minuten zu überziehen. Keine Angst, ich habe es auch schon geschafft, eine halbe Stunde zu überziehen. Also von dem her sind wir ganz gut in der Zeit. Wenn es Fragen von Ihrer Seite gibt, stehe ich denen gerne zur Verfügung. Ansonsten weiß ich gar nicht, ist jetzt Pause bis 11 Uhr.